Was ist eine Schneerutsche? Wie funktioniert sie genau? Und wie bekomme ich große Mengen Schnee von meinem Dach runter? Jetzt hier in diesem Video. Eine Schneerutsche. Unsere Schneerutsche besteht einmal aus der 5 Meter Bahn und dem Schneidmesser. Das Schneidmesser wird durch den Schnee geschoben. Hier kommt unsere Teleskopstange rein und der Schnee rutscht über den Stoff runter nach unten. Wie funktioniert das genau? Unsere Teleskopstange, die im Übrigen nicht im Lieferumfang ist, Sie können unten sich den Link raussuchen und unsere Teleskopstange finden. Es empfiehlt sich eine Länge von 6, 8, 10, 12, 14 oder 16 Meter. Wobei man natürlich immer überlegen muss, wie lang ist die Stange letztendlich und wie muss ich damit arbeiten. Die 16 Meter Stange zum Beispiel ist 4,40 Meter lang, weil jedes einzelne Element 4 Meter ist. Überlegen Sie sich dann, ob Sie das so damit auch handeln wollen. Unsere Teleskopstangen sind aufgebaut, sind vierteilige Teleskopstangen, zumindest in dieser Länge, was wir auch dann empfehlen. Das heißt, wir haben drei Verschraubungen. Die erste Verschraubung hier oben, die zweite mittlere und die dritte. Ich habe hier ein Rohr, hier ein Rohr und das Außenrohr. Also habe ich vier Rohre, eine vierteilige Teleskopstange. In dem Inneren der Teleskopstange ist an unseren Rohren ein Gleitstein montiert, was ein Verdrehen und die eigene Achse verhindert. Hat den Vorteil, dass ich keinen Propellereffekt habe. Zum Beispiel, wenn ich die Verschraubung zumache und die hier drehe, wird sich ja normalerweise die Stange um die eigene Achse drehen, was jetzt nicht mehr passieren kann. Das vereinfacht das Arbeiten ungemein. So, unsere Teleskopstange wird geliefert mit einem solchen Konus, der steckt schon hier oben drauf. Den brauchen Sie aber momentan nicht. Den brauchen Sie nur, wenn Sie unser Zubehör anschließen möchten, wie zum Beispiel unsere 2-in-1 Fensterwische. Die Schneerutsche wird hier mit unserem Metall-Sicherheitsklickverschluss angeklickt und hält dadurch sicher. Ich muss natürlich erst mein Schnee einfügen. Ich habe das mal vorbereitet. Mit einer etwas längeren Teleskopstange, damit ich das hier mal ein bisschen zeigen kann. Das sind die aufgerafften 5 Meter. So würde ich zum Beispiel auch die Teleskopstange vorbereiten. Ich würde den vorderen Bereich, das dürfte Rohr, wenn es nicht gerade sein muss, nicht zu weit ausziehen, weil es eben halt das dünnste Element ist. Ich würde nur ein Stückchen ausziehen, würde dann hier meinen Stoff zusammenraffen, meine gewünschte Länge einstellen und dann hinterher den Stoff über die Teleskopstange ziehen. Wenn ich jetzt meinen Stoff anschließen möchte mit meinem Schneidmesser, gibt es einmal eine extrem glatte Seite, wo der Schnee noch besser drüber rutscht. Erkennen Sie einen etwas glänzenden Stoff oder Teleskopstange muss rechts sein. Das lange Ende vom Messer muss hier in die Tasche rein. So, jetzt habe ich meine Schneerutsche fertig. Ich kann jetzt mit der Schneerutsche, mal gucken, wie sieht man das besten im Video, so in den Schnee einstechen, schneide an der Seite meinen Schnee ab. Der Schnee kommt hier drauf und rutscht in einem nach unten. Unsere Schneerutsche ist 5 Meter lang. Das ist auch wichtig. Es gibt Systeme, haben wir gesehen, die kommen hauptsächlich aus Amerika. Da ist ein 1,50 Meter Streifen dran oder ein Meter Streifen. Hat aber mal den Nachteil, Sie müssen dann immer, wenn Sie die Stange hochgeschoben haben, wieder mit der Stange runterziehen und den Schnee, der dann auf diesem kleinen Stück drauf gefangen ist, mit runterziehen. Und schieben Sie durch und der ganze Schnee rutscht in einem runter. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie unsere Teleskopstange zum Beispiel nicht möchten, weil Sie eine noch stabilere Stange möchten, weil die Teleskopstangen sind natürlich auch irgendwo die Grenzen gesetzt, gerade bei extremen Längen und gefrorenem Schnee müssen Sie irgendwie die Kraft übertragen können. Wir haben auch Titanstangen, die sind natürlich relativ teuer, auch wieder unten im Text beschrieben. Und mit diesen Titanstangen, die 40 mm Durchmesser haben,
haben sie eine ganz andere Stabilität. Sie brauchen natürlich hierfür einen Adapter und muss diesen Adapter wieder mit einem noch weiteren Adapter, den silbernen, auf unser Steinmesser zu kommen. Auch alles unten bei uns hier im Text. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dem Video etwas weiterhelfen.